Sie leben auf Fenstersimsen, auf Balkonen, in Dachböden, also überall, wo sie einen Unterschlupf finden, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo auch immer sie Platz haben, sitzen sie, brüten sie und machen halt dort ihren Mist und ruinieren dadurch halt auch die Sachen. Wenn die Tauben mal einen Bezirk oder ein Haus für sich erkoren haben, dann bleiben sie auch dort. Das heißt, kurzfristige Vertreibungsaktionen bringen nicht sehr viel. Das tatsächliche Problem ist, dass die Schwärme zu groß sind. Also wir haben zu viele Tauben, um die Taubenpopulation gesund zu halten. Die unterschiedlichen Populationen sind krank. Kommt sehr viel daher, dass die Leute sie einfach füttern mit falschem Futter. Also die Nudeln und der Reis vom Abendessen oder vom Mittagessen ist kein Taubenfutter. Das ist aber ein soziales Problem, dass die Leute die Tauben füttern, um irgendwie das Gefühl zu haben, irgendwas Gutes zu tun. Eben weil es ein soziales Problem ist, weil die Leute so einsam sind, kann man denen auch nicht sagen, sie tun den Tauben nichts Gutes, sondern die glauben, sie helfen denen. Da kann man eigentlich nur über Aufklärung versuchen, die Leute zu überzeugen, dass sie eigentlich genau das Gegenteil erreichen, was sie eigentlich wollen. Und dann haben wir schon das Problem, dass durch den Taubenkot, weil sie eben so gehäufter auftreten, Gebäude beschädigt werden, jetzt irgendwelche Denkmäler, Sehenswürdigkeiten beschädigt werden, weil der Taubenkot sehr, sehr ätzend ist und da die Oberfläche angreift. Es gibt ja unterschiedliche Methoden, die angewendet werden. Also es gibt die eher brutaleren Methoden, das ist Vergiften, das ist in Wien Gott sei Dank nicht der Fall. Es gibt das, wo man eben so Spitzen montiert. Dann gibt es Netze, das ist meistens in Gebäuden und vor allem Decken. Also gerade in der Hofburg sieht man das ja schön, da hat man versucht, Netze zu spannen. Dann hat man versucht, die Pille für die Taube zu verwenden, das heißt, den Fortpflanzungstrieb einzuschränken. Das haben die Tauben also sehr rasch herausgefunden, dass sie dieses Futter nicht fressen. Und es ist sehr, sehr teuer. Man muss da relativ viel ausstreuen, bis dann wirklich der Effekt entstanden ist. Wir haben immer vorgeschlagen, dass man versucht, die Tauben so weit in das Stadtbild zu integrieren, dass man ihnen Taubenschläge anbietet, dort eine gezielte, koordinierte, richtige Fütterung auch macht. Da kann man natürlich auch Leute einbinden, die eben gern füttern. Und dann, wenn sie dann im Taubenschlag brüten, die Eier auswechseln gegen die klassischen Gipseier, um einfach den Tauben nicht das Brütverhalten zu nehmen, aber nicht diese Nachkommenschaft zu erzeugen. Ich schätze die Taube. Ja. Die Taube ist ein netter Vogel eigentlich. Ja. Sie haben halt einfach keine Lebensbedingungen mehr vor, in dem Sinn, wo sie wirklich artgerecht irgendwie leben könnten.